Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal von Rügenwalder Mühle vegetarische Schinkenspicker probieren. Mit bunter Paprika. Ich habe dieses Paket hier für 1,29 Euro von Kaufland mitgebracht. Ja, es soll angeblich fleischfrei sein. Aus Eier, aus Freilandhaltung. Also für Veganer nicht geeignet, aber für Vegetarier ja gut. Wie viel sind denn drin? Es sind 80 Gramm drin. Ja, die Nährwerttabelle, die werde ich euch hier mal zeigen, werde ich dann im Video werde ich es drehen. So, hier ist die Zutatenliste. Wir haben also, wir verwenden Eier aus Freilandhaltung. Zutaten: Eiklar 65%, Rapsöl 13%, Trinkwasser, Paprika 6%, Kochsalz, Gewürze, Verdickungsmittel, Johannesbrot, Kernmehl. Ja, Xanthan, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Carrageen, Säureregulatoren, Kalium, Lacalat, Natrium, Katate. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Natürliches Aroma, Traubenzucker, Farbstoffe, Carotin. Ja. Anto, kann ich nicht aussprechen, kann Spuren von Gluten und Soja enthalten, unter Schutzatmosphäre verpackt. Gut, ja, aussehen tut es ja von außen schon mal wie eine Wurst. Jetzt wollen wir das Ganze mal aufmachen. Ja, es riecht auch wie Wurst, also wie ja, so Diätwurst halt eben riecht, oder Mortadella. So sieht die Wurst aus, von der Konsistenz her. Also ja, ich würde jetzt sagen, eher so ein bisschen gummihaft. Ich probiere mal. Ja. Ich sage mal, geschmacklich steht sie einer Mortadella in nichts nach. Jetzt gut, die Paprika jetzt großartig rausschmecken tut man nicht. Irgendwie nicht, also ich tue es nicht. Aber sie schmeckt, ja, wie schon gesagt, nach Mortadella. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie darauf kommen, dass das eine fleischfreie Wurst sein sollte, geschmacklich. Bei der Salami war das ja was anderes. Aber hier muss ich schon sagen, doch, ja, das haben die gut hinbekommen. Deswegen kriegen die auch von mir einen grünen Daumen. Schmeckt so. Oder schmeckt gut. Nicht schmeckt so, schmeckt gut. Also, ja, ist eine Empfehlung wert, würde ich sagen. Kann man sich mal gönnen, wenn man mal auf Fleisch verzichten will. Nicht schlecht.
Ja, ansonsten wüsste ich nicht, was ich dazu noch großartig sagen sollte. Ich sage ganz einfach, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne das Video teilen auf Google+, auf Instagram, auf Facebook, wo immer ihr möchtet. Habe ich also absolut nichts dagegen. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Ja, ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.